Hallo und willkommen bei den Thinking Reportern. Heute mal aus der schönen Rhön. Wir besuchen hier eine Brauerei, die ganz ohne Alkohol auskommt. Ja genau, Bionade. Wer kennt dieses Kultgetränk nicht? Es hat ein Ingenieur geschaffen und wie, das schauen wir uns jetzt einmal an. Bionade wurde binnen weniger Jahre ein Getränk mit Kultstatus. Auf natürliche Weise und ganz ohne Alkohol wird die Limonade ganz nach dem Prinzip des Bierbrauens hergestellt. Auf dem Betriebsgelände einer ehemals regionalen Brauerei, hoch oben in der Bayerischen Rhön, hat sich eine groß angelegte Softdrinkproduktion entwickelt. Bis zu 2 Millionen Bionadeflaschen durchlaufen täglich die Förderbänder der Abfüllanlage. Keine Frage, hier ist Ingenieurwissen unverzichtbar. Dazu eignet sich etwa ein Studium in Brauwesen und Getränketechnologie mit Schwerpunkten wie Verfahrenstechnik, Abfülltechnik und Fermentation. Peter Kowalski leitet zusammen mit seinem Bruder dieses kleine Getränkeimperium hier in der Rhön. Herr Kowalski, was ist das Geheimnis des Bionade-Booms? Ja, das Geheimnis des Bionade-Booms ist, dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken und Herzblut in die Idee und ins Produkt gesteckt und gedacht haben. Also Bionade ist wirklich ein gutes Produkt, auch von der Herstellung und in der Vermarktung, im Vertrieb haben wir im Prinzip zugelassen, dass der Verbraucher es selbst entdeckt und dadurch eine ganz eigene Beziehung aufbaut zu Bionade. Und das zusammen ist eigentlich das Geheimnis des Bionade-Booms. Nun haben Sie ja Brauwesen und Getränketechnologie studiert. Inwieweit konnte denn dieses an der Uni erworbene Fachwissen Ihnen dabei helfen, das Getränk Bionade quasi zu erfinden und zu vermarkten? Eigentlich ziemlich stark, weil Bionade ist sowas wie ein neuartiges Produkt, weil ein ganz altes Handwerk, nämlich das Bierbrauen, als Basis genommen wird und dann mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, nämlich der Biotechnologie, Mikroorganismen oder wie sich Mikroorganismen verhalten, ist ja noch sehr jung, diese Forschung. Und so ist Bionade die Kombination aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und alter Brautradition. Und das hat, ich sag mal, auch hier in der Familie sehr gut zusammengewirkt. Großer Wert wird bei der Herstellung von Bionade auf ökologische Aspekte gelegt. So werden die Rohstoffe im Biolandbau im brauereinahen Umland angebaut. Gerste oder Holunder etwa wachsen hier auf den Feldern ohne Hinzugabe von chemischen Mitteln oder Mineraldünger. Der Brauvorgang wird dann nach eigenem Reinheitsgebot im Prozess der sogenannten Fermentation mit Hilfe von Mikroorganismen in Gang gesetzt. So, der Christoph, der war hier gerade im Sudhaus, das ist hier. Und ich schaue mir mit dem Herrn Genzer, der ist Brauer bei Bionade, einmal an, wie denn die Technik und die Produktion hier abläuft. Herr Genzer, was erwartet uns gleich bei dem Rundgang? Also wir gehen den Weg von der Bionade mal durch, das heißt über die Fermentation, Filtration bis hin zum Mixer und dann auch in die Füllerei. Prima, dann lass uns doch mal losgehen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Probe aus der laufenden Fermentation. Und um zu gewährleisten absolute Sterilität, muss ich das kurz abflammen. Also Sie sehen hier während der Fermentation, die Gluconsäure ist trüb, sie muss filtriert werden, um unser Konzentrat klar zu haben. Dann gehen wir mal los, ne? Okay. Wir stehen jetzt vor unserer Filteranlage. Wie gesagt, in der Fermentation trüb müssen wir das Produkt filtrieren, damit wir zum Schluss ein klares Getränk erhalten. Gut, dann geben Sie mir mal das trübe Glas. Ein wirklicher Unterschied. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt wird dieses
filtrierte Konzentrat mit Säften versetzt, entsprechend der Sorte, und geht dann in die Füllerei. In der Abfüllanlage werden benutzte Flaschen geprüft, gereinigt, neu befüllt, verschlossen und etikettiert. Dieser komplexe und extrem schnell ablaufende Prozess wird mit Hilfe von optoelektronischen Verfahren kontrolliert und ist computergesteuert. Moderne Getränketechnologie basiert also auf einer Menge Ingenieur-Know-how. Eine große Produktion, die offenbar aber nur einen Ingenieur erfordert. Herr Kowalski, wie funktioniert das? Lastet da nicht eine sehr große Belastung oder ein sehr großer Druck auf Ihren Schultern? Eigentlich gar nicht, weil mein Bruder, der die ganze Technik verantwortet, der hat sehr breite Schultern und der übernimmt das für mich. Bionade basiert ja von der Idee her auf dem Equipment und dem Wissen eines Braumeisters und einer Brauerei. Und das Ganze ist praktisch jetzt ergänzt worden durch die Fermentation, wo eben kein Bier, sondern Bionade entsteht. Und das war ein bisschen tricky, da haben wir zusammengearbeitet. Aber ansonsten ist das ein Job, den Braumeister und Techniker sehr gut leisten können. Und insofern sind meine Schultern frei, auch für die Arbeit, die ich jetzt mache. Ich bin ja, ich sag mal, als Brauingenieur lustigerweise heute für den Vertrieb und fürs Marketing, für die Bereiche nachhaltige Entwicklung und PR zuständig. Und das war auch was sehr Interessantes, weil mein Bruder hat ja auch eine technische Ausbildung und wir mussten uns hier in diesem Betrieb auch, ich sag mal, von den Eigenschaften her finden und ergänzen uns da sehr, sehr gut. Weißt du, was ich immer wieder erstaunlich finde an unseren Beiträgen? Nee, was denn? Also mit welchen Ideen Ingenieure Erfolg haben können. Man muss sich nur was zutrauen und kreativ sein. Richtig. Ich meine, das, was wir gerade gesehen haben, Bionade ist natürlich ein Paradebeispiel für so etwas. Und wir hoffen, dass es euch natürlich genauso ergeht, dass ihr es spannend fandet. Und natürlich hoffen wir auch, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen bei den Thinking Reportern. Und eins ist klar, das Reporterleben macht ganz schön durstig und wir müssen jetzt mal eine Bionade trinken. Welche hast du dir ausgesucht, Carsten? Also ich habe hier Litschi. Und du? Ah ja. Was bei dir? Holunder. Ja, Prost, ne?